Seenluft 24, die Nachrichten vom Tage vom 4. März. Im Rechtsstreit zum Betreiberwechsel im Busverkehr Oberspreewald-Lausitz hat jetzt der Europäische Gerichtshof entschieden. Das meldet die LR am Mittwoch. Das Arbeitsgericht Cottbus schreibt dazu in einer Pressemitteilung, dass ein Betriebsübergang gegeben sein kann, selbst wenn ein wesentlicher Teil der Betriebsmittel, in der vorliegenden Sache die Busse, nicht in das neue Unternehmen übernommen wurden. Demzufolge muss nun das betroffene Arbeitsgericht entscheiden, ob es sich um einen Betriebsübergang handelt. Sollte das der Fall sein, könnten auch Kündigungen unwirksam werden. Der Senftmecker Lions Club unterstützt den Förderverein Gemeindebad Altdöbern und die Mädchenbude im MGH Lauchhammer. Beide Einrichtungen erhielten am vergangenen Dienstag Spenden über insgesamt 1.200 Euro. Wir spenden als Vereinsmitglieder selber regelmäßig pro Monat und sammeln darüber hinaus auch noch Spenden ein bei verschiedenen Veranstaltungen. Und heute geht es darum, den Überschuss, den Erlös aus unserem Stand, wo wir auf dem Weihnachtsmarkt am Senftenberger Schloss im Dezember Waffeln gebacken haben und verkauft und auch Glühwein ausgeschenkt haben. Das ist wunderbar gelaufen und so haben wir die Möglichkeit, zweimal 600 Euro zu verteilen. Mehr über beide Einrichtungen erfahren Sie ab Freitag hier bei Seenluft 24. Die Senftenberger Bahnhofstraße wird ab Montag im Bereich Eisenbahnbrücke voll gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten bis voraussichtlich 3. April. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Zudem gilt während der Bauarbeiten ein Parkverbot in der Moritzstraße. Die Baufirma bittet Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. Ein Frühlingskonzert zum Internationalen Frauentag gibt es am 8. März im Museum Schloss und Festung Senftenberg. Dort führt ein Trio mit Trompeter Joachim Karl Schäfer in die Unterhaltungsmusik um 1900. Zu hören sind unter anderem Auszüge aus Schwanensee oder aus der Nussknacker-Suite. Der Abend unter dem Motto Russische Seele beginnt Sonntag 17 Uhr. Karten erhalten Sie an der Museumskasse. Bestellungen sind möglich unter 03573 870 2400. Update Your Life heißt es kommende Woche in Senftenberg. Die nunmehr 3. Suchtpräventionstage richten sich an Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen. In verschiedenen Workshops beschäftigen sie sich mit den Themen Sucht und Suchtbewältigung. Damit sollen Mädchen und Jungen mehr erfahren über rechtliche und gesundheitliche Auswirkungen und sie können die eigene Persönlichkeit stärken. Weitere Informationen zu den Suchtpräventionstagen finden Sie unter senftenberg.de. Premiere an der neuen Bühne Senftenberg. Ab 14. März zeigt das Theater Die Studentin und Monsieur Henry. Die Hauptrollen spielen Lena Konrad und Heinz Klevenow. Mit viel Charme, Esprit und Liebe zu den Figuren schuf Autor Ivan Kalberak ein Stück, das schnell begeistert und doch nicht oberflächlich bleibt, sondern handfeste Themen zur Sprache bringt. Inszeniert wird die liebevolle, zuweilen bissige, aber vor allem amüsante Komödie von Alice Asper. Karten erhalten Sie unter der Telefonnummer 03573 80 12 86 an allen Vorverkaufsstellen und online unter theater-senftenberg.de. Mit Sonder- und Wegerechten beschäftigt sich die nächste Verkehrsteilnehmerschulung in Senftenberg. Sie beginnt am 12. März um 17 Uhr in der Gartensparte Glückauf in der Hörlitzer Straße. Bei einer Verkehrskontrolle in Senftenberg ist Dienstagabend eine Person geflüchtet. Kurz nachdem Beamte einen PKW gestoppt hatten, stiegen 4 Personen aus dem Auto. Der Fahrer machte sich aus dem Staub, wurde jedoch kurze Zeit später gestellt. Ein Drogentest bei dem 29-Jährigen reagierte positiv auf Amphetamine. Außerdem fand die Polizei Hinweise auf Drogenhandel, unter anderem Bargeld in Szene typischer Stückelung. Das waren unsere Meldungen für Sie und jetzt geht's hier weiter mit dem Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme.
Die kommenden Tage zeigen sich von ihrer guten und ihrer schlechten Seite. Donnerstag ist es überwiegend heiter und trocken bei Temperaturen bis 9 Grad. Der Freitag wird wieder verregnet, aber die Werte steigen bis 11 Grad. Sonnabend ist es dann wechselhaft bei 9 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Energie.